zum Beispiel eine Luftaufnahme von Schloss Wackerbarth in Radebeul bei Dresden. Und man sieht, dass ungefähr in der Mitte des Bildes die ganze Sache verzerrungsfrei ist. Also das hier ist verzerrungsfrei, aber sobald man aus der Mitte rausgeht, sieht man, dass es jetzt eine Perspektive wird, also Projektionsverzerrung und Linsenverzerrungen und so weiter und so fort. Das bedeutet, genau genommen ist eigentlich nur dieser kleine Bereich hier in der Mitte richtig, der Rest ist alles falsch. Man kann jetzt also nicht einfach dieses Bild an eine beliebige Stelle schieben und darin Flächen oder Maße entnehmen. Wir brauchen also irgendwie ein Tool, womit wir dieses Bild entzerren und auf korrekte kartografische Füße stellen. Und darum soll es jetzt gehen.